Zutaten für 4 Personen Hellblumenkohl, Klammer auf ca. 800 Gramm, Klammer zu, 1 Buntradieschen, 1 rote Zwiebel, 1 Dose Mais, Klammer auf 425 Milliliter, Klammer zu, RIUEOT, Klammer für arbeiten Sie und Ihr Küchenmesser im Team F, II1I gleich. YLLIEIENN und Rischen Kräutern IIRILIEITASINS ziehen kann die IIIIIXATION aber schon allein 4 Esslöffel Weißwein Essig Salz Pfeffer L-Pfirsiger Agavendicksaft ITL mittelscharfer Senf 10 bis 11 Esslöffel Olivenöl 4 Stiele Petersilie und Dill 1/Z und Schnittlauch 2 Knoblauchzehen 70 Gramm gehackte Mandeln 8 bis 12 Scheiben CIA Butter drillen zwischen Knoblauchschälen mit Mandeln und 7 bis 8 Esslöffel Olivenöl in einen hohen Rührbecher geben und mit dem Stabmixer fein pürieren, mit Salz und Pfeffer abschmecken. CIA Butter im Toaster rösten, mit Mandel Aioli bestreichen und dazu essen. Paragraph Wartezeit, Steinfass Föeration ca. 2,10 EQ SS 0 Kilokalorien, E 12 Gramm, F 36 g, KH 47 g 4i Blumenkohl putzen waschen, in Röschen schneiden und fein hacken, Radieschen putzen, waschen und ebenfalls hacken. Zwiebel schälen und fein würfeln, Mais abtropfen lassen, alles in einer Schüssel mischen, 2 Ek Salz, Pfeffer, Agavendicksaft und Senf verrühren, 3 Esslöffel Öl darunter schlagen, Kräuter waschen, trocken schütteln, Blättchen bzw. Fähnchen abzupfen und hacken, Schnittlauch in feine Röhrchen schneiden, Marinade und Kräuter unter den Salat mischen, 15 bis 20 Minuten durchziehen lassen.